Jo. Jo, Seba hier. Hey, na. Du, hier ist echt überfällig, dass wir mal endlich hier wieder dick Kino machen, würde ich sagen, ne? Ja, wobei, ich meine, ist das so? Also ich meine, tatsächlich zu Hause hört man noch dasselbe. Also Kino bringt einem ja gar nichts mehr. Ja, hi, herzlich willkommen zu einer neuen Sendung Gefährliches Ganzfissen mit Seba, Phil und mir. Na? Guten Hallo. Tag. Hello. Ja, wir haben es eben mal so umrissen, auch wenn das jetzt nicht zwingend meine persönliche Meinung ist. Aber die Frage darf ja durchaus mal erlaubt sein. Ja, was bringt Kino eigentlich? Was ist der Mehrwert des Kinos technisch gesehen? Also sozusagen Heimkino hat ja in den letzten Jahren, wie wir in einer der vorhergehenden Sendungen auch schon mal umrissen haben, deutlich aufgeholt. Und heute wollen wir einfach mal ein bisschen aufs Kino schauen und gucken, okay, was gibt es da eigentlich? Also wie kann Kino da eigentlich Schritt halten mit der Entwicklung im Heimkinobereich, um da wieder Zuschauer auch in die Seele zu kriegen, ne? In der Tat. Also das Eis wird dünner. Ja. Du hast es gerade schon richtig erfasst. Ich meine, das eine ist, was die Kinos ja mal grundsätzlich unterschieden hat, war immer dieses Veröffentlichungsfenster, dass du bestimmte Filme halt nur im Kino sehen konntest. Aber das schmilzt ja zumindest, wie wir zuletzt gesehen haben, dahin. Ja. Und technisch ist es auch so, wie du im Prinzip festgestellt hast, es gibt heute bei Streamingdiensten teilweise technische Angaben, die jedes normale Kino um Längen schlagen. Und wir hatten ja zuletzt vor ein paar Wochen die Sendung zu dem Thema IMAX, was ja so ein Sonderformat ist, das wir ausführlich besprochen hatten, das da so ein bisschen entgegenwirkt, weil das bringt halt so ein bisschen diesen, ich sag mal, Eventcharakter zurück, ne? Also ein Erlebnis, das man zu Hause nicht reproduzieren kann. Und weil wir am Ende der Sendung ja auch nochmal so dieses Wort Onyx in den Raum geworfen hatten, wollten wir heute einfach mal gucken, welche Techniken gibt es noch, die dafür so, ja, oder zukünftig dafür sorgen sollen, dass die Leute wieder ins Kino gehen, um da ein Erlebnis zu haben, das sie zu Hause nicht reproduzieren können oder zumindest nicht Ja. in derselben Qualität. Und ich bin sicher, da gibt es was. Da gibt es auf jeden Fall was, ja. Ich habe da jetzt exemplarisch ein paar Sachen mitgebracht. Anfangen würde ich gerne mit dem Thema Dolby Cinema. Vielleicht schon mal gehört, also zumindest den Namen Dolby wird eigentlich jeder gehört haben. Dolby hat sich ja im Bereich Kino ja schon damals oder sehr früh ausgezeichnet, begonnen im Tonbereich mit Rauschunterdrückung, aber dann später allen voran mit diesem klassischen Surround-Ton, Dolby Surround. Das war ja so das Das kenne ich, ja. Surround-Tonformat in Kinos. Und ja, mittlerweile ist Dolby so weit, dass die quasi analog, ist ein bisschen ähnlich wie dieses IMAX-Konzept, wirklich eigene Kinoseele erstellen. Das Konzept nennt sich Dolby Cinema und das ist wirklich ein spezieller Kinosaal, der bestimmte technische Parameter erfüllen muss, um dieses Logo oder eben dieses Markenzeichen Dolby Cinema zu bekommen. Kleine, So. kleiner Einschub hier am Rande. Ja. Aufmerksame Zuschauer der Oscar-Verleihung zuletzt werden vielleicht auch gesehen haben, beziehungsweise aus der Anmoderation wurde es deutlich, dass Bo Jong-ho ja aus einem Dolby Cinema auch zugeschaltet war. Also wurde ja so anmoderiert und das war dann auch so zu erkennen an diesen blauen Leuchtstreifen im Saal und so. Du bist ein krasser Kenner, in der Tat. Aber es ist jetzt ja schon so, dass Dolby auch früher schon sehr klare Vorgaben gemacht hat. Wenn es um Dolby Surround ging oder auch Dolby Atmos, war ja auch die Ausrichtung der Lautsprecher ganz wichtig und Ja. Die haben da ja auch schon sehr klare, auch eigene Systeme haben sie da eingesetzt für den Saal. Also die haben ja auch schon sehr klare Angaben an den Saal gemacht. Was unterscheidet denn Dolby Cinema da jetzt nochmal ein bisschen mehr sozusagen? Was brauchen sie noch mehr für das Ja, perfekte Erlebnis? also die Vorgaben sind da tatsächlich noch ein bisschen krasser. Und das allen voran, weil Dolby aktuell zwei Techniken hat, die sie versuchen auch in diesem Rahmen extrem zu pushen. Das eine ist Dolby Atmos, das haben vielleicht einige auch schon im wahrsten Sinne des Wortes gehört. Das ist nämlich der Nachfolger von Dolby Surround. Das ist ein sogenanntes 3D-Surround-Verfahren. Ne, so wie man das klassische Dolby Surround kennt, wo auch dann Lautsprecher hinter einem sind, sind ja mittlerweile bei Dolby Atmos auch Deckenlautsprecher integriert. Und das Ganze mit dem Zweck,
den Ton wirklich dreidimensional im Kinosaal positionieren zu können. Ne? Also dieses klassische, der Hubschrauber fliegt von vorne aus der Leinwand nach hinten raus, das kennt man, aber jetzt kann man es wirklich so, fliegt dann oben links über deinem Kopf, oben rechts neben deinem Ohr und so weiter und so fort. Also dieses Atmos-System haben auch mittlerweile ziemlich viele normale Kinos. Und es ist ein echt krasses Erlebnis, also wirklich schon sehr, sehr gut ausgefeilt. Ja, ich würde auch sagen, ja, es ist cool, aber man ist dann auch schnell getäuscht, ne? Also ich habe dann Dunkirk in einem Atmos-Saal gesehen, war total geflasht von dem Ton, nur um dann später rauszufinden, der lief ja gar nicht in Atmos, sondern er lief in einem ganz klassischen 5.1-Format. Und da dachte ich mir so, uff, okay, braucht man denn dann Atmos überhaupt? Ne? Also, es ist schon echt sehr viel wert. Also ich hab mal einen Atmos-Film gesehen, als ich dort zu einem entsprechenden Presseevent eingeladen wurde. Und das ist schon, das macht schon Spaß, das macht was aus. Natürlich kann man bei vielen Techniken fragen, braucht man das? Aber Dolby hat entschieden, das brauchen wir für unser Dolby Cinema. Ja, sehr gut. Man muss natürlich immer noch unterscheiden. Also ich meine, das eine ist, so wie du es vorhin auch schon eingangs erwähnt hast, mittlerweile gibt es auch Dolby Atmos für zu Hause. Ne? Aber es ist schon ein Unterschied, ob du sowas irgendwie über eine Soundbar hörst oder direkt aus dem Fernseher oder mittlerweile auf dem Mobiltelefon oder wirklich in dem Kino mit potenten Lautsprechern. Allein das Bassmanagement ist bei Atmos schon anderes, als es früher bei Dolby Surround und dann später Dolby Digital der Fall war. Also man hört es schon und es bringt eine Menge. Das andere Format, das Dolby in dem Rahmen versucht zu pushen, ist das sogenannte Dolby Vision Format. Und da geht es ums Bild. Also Dolby macht mittlerweile nicht nur Ton, sondern die sind jetzt auch ganz vorne mit dabei im Bereich Bild. Mhm. Und Dolby Vision ist ein sogenanntes HDR-Format. So, HDR kennen auch viele, zumindest vom Begriff, vielleicht aus von zu Hause, vom 4K LCD oder OLED-Fernseher. Dolby versucht das aber in der Form auch fürs Kino zu pushen. Ich glaube, für einige müssen wir auch das Wort HDR hier ganz kurz umreißen, damit man zumindest eine grundlegende Vorstellung hat, was das ist. HDR steht für High Dynamic Range und bezeichnet am Ende des Tages einen erweiterten dynamischen Umfang, in dem Fall von Bild bzw. von Kontrast. So, ich versuche das jetzt noch mal ein bisschen zusammenzudampfen. Früher war es so beim Fernsehen und auch bei den digitalen Kinofilmen, dass der Kontrast im Prinzip nur aus 256 unterschiedlichen Helligkeitsstufen bestand. Also der dunkelste Ton auf der Leinwand war nur 256 Mal so dunkel wie der hellste Ton, der wiedergegeben werden konnte. Und dieses Kontrastverhältnis hat man mittlerweile gespreizt und ist in der Lage, da eben bis zu über 1000 Abstufungen zu zeigen, im normalen HDR-Format HDR10, wie es oft verwendet wird im Fernsehen. Und Dolby Vision ist ja auch ein Begriff in Fernsehern, aber der schafft es bis zu über 4000 Helligkeitsabstufungen zu zeigen. So, lange Rede, kurzer Sinn, was hat der Zuschauer davon? Man muss sich das so ein bisschen vorstellen, wie beim natürlichen Sehen auch, wenn wir draußen sind und in die Sonne gucken oder in ein helles Licht, dann ist es nicht nur sehr helles Weiß, das uns da entgegenstrahlt, sondern Sonnenlicht oder eben sehr helles Licht ist ja durchaus in der Lage, uns auch zu blenden. Und das konnte bisher ein Fernseher oder eine Leinwand kaum reproduzieren. Ähnlich war es in dunklen Bereichen, auch das kennt jeder, wenn man in den dunklen Keller geht, dann braucht das Auge zwar ein bisschen Eingewöhnungszeit, aber dann ist es durchaus auch in der Lage, in diesen dunklen Tönen zu erkennen, okay, wo steht jetzt hier ein Gegenstand, wo ist hier eine Wand und so weiter und so fort. Und wie gesagt, auch das war damals zumindest in der Bildwiedergabe weder im Kino noch zu Hause reproduzierbar und Dolby versucht das eben dort einzuführen. Die Spezifikation aber, weil ich ja gerade sozusagen Devil's Advocate gespielt habe, so. Ja, die Spezifikation, die da jetzt aber im Kino ist jetzt aber nicht unbedingt eine höhere als die man zu Hause auf einem OLED-Fernseher oder auf einer HDR-Glotze kriegen würde, oder? Definitiv nicht. Also es ist im Prinzip dieselbe, wenn man so will.
Wobei man beim Kino eben dazu sagen muss, und da werden wir gleich nochmal drauf kommen beim Thema Onyx, eine Projektion an sich hat es schon sehr schwer, diesen breiten Dynamikumfang darzustellen. Da brauchst du schon sehr, sehr gute Projektoren. Ja. Und Dolby arbeitet, Genau, liegt daran, also an der Entfernung zur Leinwand, weil Licht ja sozusagen Energie verliert über die Distanz, als auch an Streulicht, was sozusagen dem Schwarzwert nicht gut tut. Das heißt, selbst wenn dein Saal komplett dunkel ist, wirst du immer Restreflexionen irgendwie haben von der Haut und so weiter, die dann zurückfällt auf die Leinwand und das Schwarz dann auch nicht mehr schwarz aussehen lässt. Unter anderem das. Ich meine, der Klassiker ist, das kennen wahrscheinlich auch viele, schwarz war gerade im Kino nie wirklich schwarz. Also wenn wir dunkle Szenen haben, dann ist das Beste, was du rausholen kannst aus einer Projektion, wirklich sehr, 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 sehr dunkles Grau. Und das war früher immer so der Maßstab. Und Dolby versucht das mit dem System jetzt zu beheben und zu sagen, nee, schwarz ist hier wirkliches Schwarz. Das heißt, wenn schwarz auf der Leinwand dargestellt wird, dann fällt kaum, also minimalst nur Licht zurück. Und wir haben den Eindruck, dass es wirklich so wäre, als würde überhaupt gar kein Licht mehr von der Leinwand zurückstrahlen. Okay. Die machen das im Endeffekt ähnlich wie auch IMAX, wo wir in der anderen Folge drüber gesprochen hatten, mit Hilfe von Laserprojektionen. Die sind da schon sehr gut, wie gesagt, möglichst wenig Licht auf die Leinwand zu werfen, beziehungsweise die sind auch sehr hell, um eben das Gegenteil zu dem Schwarz, nämlich maximal mögliches Weiß, wirklich hell auf die Leinwand zu bringen. Das schaffen diese Projektoren da schon sehr gut. Okay, und das ist dann die Zukunft des Kinos. Einfach ein bisschen heller und dunkler und vielleicht nochmal ein bisschen Dolby Atmos. Ganz genau. Kinos, ich habe jetzt noch nicht den Aspekt, wo ich sage, okay, das unterscheidet jetzt das Kino vom Heimkino, weil tatsächlich, Micha sagte ja auch, der Fernseher bei ihm zu Hause kann das auch. Ja, zumindest ist die Spezifikation, so wie ich es verstehe, nachgerückt. Ne? Also Die muss Kino auch nachrücken. Halt hat halt den riesen Vorsprung, hat halt Heimkino sozusagen jetzt die letzten Jahre gemacht. Und jetzt muss Kino halt mal sehen, okay, man muss erstmal sozusagen die Lücke erstmal wieder schließen, glaube ich. Ne? Richtig. Ich meine, das andere Thema war Auflösung. Da wollte ich jetzt nicht so detailliert nochmal drauf eingehen, weil wir das sehr ausführlich halt in der IMAX-Folge schon besprochen haben. Aber wenn man sich viele, ich sag mal, kleinere Kinos anguckt, viele arbeiten noch mit 2K-Projektionen, die haben also Projektionsgeräte, die irgendwie 10 Jahre und älter sind, die wurden bisher nicht aufgerüstet. Und da versteht man durchaus eine Aussage von jemandem, der sagt, ich habe jetzt aber zu Hause schon irgendwie den 4- oder 8K-Fernseher mit den und den technischen Spezifikationen. Das muss mir das Kino jetzt erstmal bieten und nachrücken. Und aber was gibt es denn da noch? Also ich meine, Dolby Cinema ist ja jetzt sozusagen ein Konzept, sozusagen der Platzhirsch, der althergebrachte. Aber gibt es ja sicherlich noch andere Sachen, die Kinos versuchen. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, Dolby ist da der Platzhirsch und der versucht das auch wirklich mit seinem eigenen Format zu forcieren. Und das ist so ein bisschen momentan so eine blöde Henne-Ei-Situation, weil eigentlich Dolby ja nicht das Monopol hat auf diese Technik. Aber ich sag mal so, andere Hersteller trauen sich noch nicht richtig an diese HDR-Geschichte ran. Es gibt wohl Systeme, wo auch normale Kinos HDR nachrüsten können. Da gab es zum Beispiel eine Geschichte, die nennt sich Eclair Color. Die kommt von einem französischen Ausstatter für Kinotechnik, die gesagt haben, wir haben hier ein System, da könnt ihr eure Filme auch mit diesem hohen Dynamikumfang mastern und können sie in normalen Kinosälen wiedergeben, findet aber in der Industrie nicht die breite Unterstützung, wie es beispielsweise das Dolby-Format findet. Obwohl, also so wichtig, also nur um zu checken, ob ich es jetzt richtig verstanden habe, obwohl es rückwärtskompatibel ist. Es ist rückwärtskompatibel, Du kannst auf einem normalen SDR-Projektor, wenn du so willst, oder nein, falsch ausgedrückt, es muss schon ein Projektor sein, der grundsätzlich in der Lage ist, ein breiteres Kontrastverhältnis abzuspielen. Aber dieser Projektor kann ganz normale SDR, also Standard Dynamic Range Sachen wiedergeben, als auch eben diese HDR-Sachen. Wie gesagt, die Unterstützung von den Studios, von den Filmemachern, die ist halt leider nicht so groß wie bei dem Platz für Dolby, der ja schon über Jahrzehnte da in Hollywood sehr gute Kontakte pflegt und das momentan so das HDR-Format das Maß aller Dinge ist. Ja. Jetzt aber trotzdem nochmal eine Nachfrage. Also das Eclair kann jetzt SDR-Inhalte und HDR-Inhalte wiedergeben. Das Dolby Cinema kann nur HDR wiedergeben, oder?
Nee, das Dolby Cinema kann auch SDR-Inhalte wiedergeben, aber zu deren Konzept, und das macht das Ganze so ein bisschen ähnlich zu dem IMAX-Konzept, die versuchen natürlich präferiert auch nur Inhalte in diesen Sälen zu zeigen, die natürlich optimiert sind für Dolby Vision und Dolby Atmos. Also es wird eher die Ausnahme bilden, dass du da einen Film zu sehen bekommst, der weder das eine Format noch das andere unterstützt. Die Säle unterstützen beispielsweise auch 3D, das heißt, es könnte auch 3D-Film sein, der das 3D-Format von Dolby nutzt. Aber das sind so die Grundvoraussetzungen, um überhaupt erst in diesem Saal stattzufinden. Mhm. Ja. Okay. Genau. Ansonsten haben wir gerade darüber gesprochen, wie schwierig es für Projektionen ist, tatsächlich ein tiefes Schwarz darzustellen oder ein perfektes Schwarz. Selbst der beste Laserprojektor, der nähert sich diesem 0,00% Schwarz nur an. Der hat es immer noch nicht erreicht. Es sieht schon verdammt gut aus, aber um dieses wirkliche Schwarz zu erreichen, müsste man im Prinzip eine neue Technik etablieren in Kinos, die ohne eine Projektion auskommt. Und da kommt dieses Thema Onyx Cinema LED Screen ins Spiel. Ganz, und ganz großer Fernseher sozusagen, ja. Genau. Richtig großer Fernseher, genau. Also wo es auch nur zwei von gibt oder so. Nicht viele, also auch Dolby Cinema. Ja, auch Dolby Cinema gibt es nicht wirklich viele. Also in Deutschland aktuell eins, in München, ja. Im Matheser. Und dieses Jahr sollte eigentlich, aber ich denke mal, dass sie spätestens 2022 dann auch den Saal in Hamburg eröffnen werden. Das wird dann das zweite in Deutschland. Aber Onyx sucht man tatsächlich noch mehr wie die Stecknadel im Heuhaufen. Da gibt es aktuell ein Kino in Deutschland, das das hat. Und das ist das Kinopolis in Sulzbach im Main-Taunus-Zentrum. Und dann gibt es noch jeweils einen Saal in Österreich, einen Saal in der Schweiz. Ist eine echte Rarität. Die haben auch Onyx-Screens oder was? Die haben auch Onyx-Screens, genau. Okay. Ja. Okay. Ich habe auch mal spaßeshalber, glaube ich, gegoogelt in Los Angeles. Und da gibt es scheinbar auch nur einen Saal. Ja, mit Onyx, es ist, also. Ja, also viele sind davon überzeugt, dass das der nächste Schritt im Bereich Kino werden könnte. Es ist aber aktuell noch extrem teuer in der Anschaffung. Also Phil hat es gerade gut umschrieben, indem er gesagt hat, es ist ja eigentlich nichts anderes als ein extrem großer Fernseher. So, ne, das heißt, du hast im Prinzip LED-Panels, die zusammengesetzt werden zu einer großen Leinwand. Und die leuchten ja dann von sich aus selbst. Ne? Das heißt, es ist nicht wie bei der Projektion, dass das Bild von einer Leinwand zurückgeworfen wird, sondern die Leinwand selbst leuchtet. Und wenn sie nicht leuchtet, dann ist die Leinwand quasi aus und dann hast du auch perfektes Schwarz. Ne? Also wir hatten ja die Gelegenheit, uns das auch live hier anzuschauen. Und da ist es wirklich so, wenn eine Schwarzblende kommt, da siehst du die Hand vor Augen nicht. Also der Saal ist dann zappenduster. Genau, schwarzes Loch, wenn's in Deutschland nicht die berühmt-berüchtigen Notausgangsschilder geben würde, die ja immer noch irgendwie in den Ecken der Kinos dann restlich. Für die ich sehr dankbar bin, weil ich ansonsten in Panik verfallen wäre. erblindet. Aber ich schließe mich da an, weil du ja gerade meintest, so einige sehen das als die Zukunft des Kinos. Ich zähle mich da komplett in diese Reihe auch mit rein. Mhm. Wir haben es ja gesehen, wir haben Once Upon a Time in Hollywood gesehen, was ja komplett, also Quentin Tarantino wahrscheinlich vor Wut irgendwie am Schäumen gewesen, dass wir seinen Film auf so einer Technik gesehen haben, aber muss ich sagen, hat mich komplett umgehauen. So geil. Ja. Der große Nachteil daran ist halt nur die Größe der Leinwand, ne? Aber von den Farben, vom Farbumfang, vom Kontrastumfang, von allem, ich habe noch nie eine Projektion gesehen, die so gut war wie Onyx. Ja. Du hast natürlich mehrere Vorteile bei so einem LED-Screen. Das heißt, alles, was bei der Projektion ein Nachteil ist, nämlich dass Lichtleistung verloren geht auf dem Weg zur Leinwand. Eine Leinwand bei einer Projektion ist auch nie komplett gleichmäßig ausgeleuchtet. Das heißt, du hast in der Mitte quasi ein helleres Bild, wenn man so will, das zu den Rändern hin dann von der Helligkeit her abnimmt. Das hast du natürlich bei so einem LED-Screen nicht. Ne? Also der ist wirklich bis in die äußerste Ecke unten gleichmäßig hell. Und du musst natürlich auch keine Schärfe einstellen. Was man bei einer Projektion natürlich immer bedenken muss, ist, ich muss die Linse so einstellen, dass die auch wirklich dann auf der Leinwand ein scharfes Bild zurückwirft. Und das Bild da ist ja quasi direkt auf der Leinwand erzeugt. Also es ist auch perfekt scharf. Mhm.
Ne, also deswegen sagen viele, das ist so das, die Technik, die im Prinzip das beerben könnte. Der große Nachteil ist aktuell der Kostenfaktor, weil es extrem teuer in der Anschaffung ist und auch in der im Betrieb teurer ist als eine Projektion. Das heißt, dieser LED-Screen verbraucht unheimlich viel Strom. Mhm. Ne? Du hast zwar andere Vorteile, die dem quasi immer entgegengetragen werden, wo man sagt, ja, aber liebe Kinobesitzer, ihr könnt dafür ja die Säle größer machen und hinten noch 5 Reihen platzieren, weil ja der notwendige Projektionsraum jetzt zum Beispiel wegfällt. Das sind so Sachen, wo man sagt, das könnte sich auf lange Sicht rentieren. Von den 3 Kinobetreibern oder zumindest der aus der Schweiz, da hatte ich in der Recherche herausgefunden, die sind aktuell noch nicht auf einem Break-Even angekommen. Also für die war das jetzt bisher eher ein Minusgeschäft. Aber auch da könnte es ja durchaus sein, dass auch die Technik Energie sparsamer wird. Ne? Also ja. Ich denke zum Beispiel halt auch an die Debatte, also um das eben mal einzustreuen. Also 2 Stunden Onyx sind das Äquivalent von 5 gemeinten Bitcoins, so vom Stromverbrauch. Also so ist es natürlich nicht, es ist natürlich Bullshit, aber ich könnte mir vorstellen, weil ne, genauso wie du bei der ganzen Kryptowährungsgeschichte dann ja auch Kryptowährung hast, die dann energieeffizienter arbeiten, kann ich mir genauso vorstellen, dass das dann irgendwann auch an einen Punkt kommt, wo man sagt, okay, das ist aktuell noch ein ziemlicher Overkill, was da an Strom drauf geht, könnte aber in 5 oder 10 Jahren auch ganz anders aussehen. Ja, ja voll. Definitiv. Ein weiterer Nachteil, und das muss man leider auch noch gestehen, ist, grundsätzlich ist diese Technik, was diese ganzen HDR-Spezifikationen angeht, die wir vorhin auch bei Dolby Vision besprochen haben, kompatibel. Das heißt, auch so eine LED-Leinwand ist in der Lage, eine High Dynamic Range, also diese krassen Kontraste darzustellen. Auch diese LED-Leinwand wäre in der Lage, einen breiteren Farbraum darzustellen. Es wird aber noch nicht unterstützt von den Studios. Ne? Also das, was du bei Dolby Vision im Prinzip hast, nämlich, dass du auch dann das Ausgangsmaterial in HDR-Qualität bekommst, das ist leider bei Onyx Cinema LED nicht der Fall. Die spielen da im Prinzip noch die Standard DCPs ab, so wie sie in den normalen Kinos gezeigt werden, und wenn da kein Eclair-Color oder sonstiges noch integriert ist, dann gibt es aktuell auch keine Filme, die diese HDR-Qualität ausnutzen würden. Ja. Und auch das, was wir vorhin angesprochen haben mit Ton. Ton ist auch noch so eine Schwierigkeit bei diesen LED-Wänden, weil, wie einige vielleicht wissen, viele der Lautsprecher in dem Kino sind klassischerweise hinter der Leinwand platziert. Und stimmt. Das kannst du bei so einem Bildschirm in der Form nicht dahinter platzieren, weil sonst würde da kein Ton durchkommen. Das heißt, auch da musst du mit einer aufwendigen Konstruktion die Lautsprecher oben über der Leinwand aufhängen, und dann müssen die speziell justiert werden, dass aber für den Zuschauer immer noch der Eindruck entsteht, dass der Ton auch wirklich die Stimmen aus der Leinwand zu einem kommen würden. Also das ist deutlich aufwendiger in der Installation als ein handelsübliches Surround-System im Kino bisher war. Es war ja mal so, dass ganz viele neue 3D-Projektoren seinerzeit eingeführt wurden und die Kinos dann sagten, oh mein Gott, das ist alles so teuer und wir scheuen die Umstellung und so weiter und so fort. Jetzt habe ich da keine konkreten Preise, aber einfach mal so aus dem Gefühl heraus, ist die Umrüstung eines normalen Saals auf Onyx aufwendiger und teurer als die Einführung von 3D? Das müssten wir jetzt irgendwie im Detail nochmal eruieren. Ich kann da jetzt gerade aktuell nicht mehr als ein Bauchgefühl folgen lassen. Ob es jetzt teurer ist oder nicht, kann ich jetzt auch schwer sagen. Ich habe jetzt gerade mal eben geguckt. Die Anschaffungskosten für so einen Screen, auch wenn Samsung, die den herstellen, nicht genau sich da, also es ist nicht offenlegt, genau, werden geschätzt auf 500.000 bis $800.000. Pro Saal. Screen. Genau, ja, also für den Screen, genau. Ja. Also ja, knapp, also zwischen einer halben Mille bis fast einer Mille. Okay, ja, und dann schon nicht wenig. Dann gibt es noch eben die Umbauarbeiten hinsichtlich des Sounds und womöglich nochmal strukturelle Veränderungen, um vielleicht nochmal den Saal ein bisschen zu vergrößern. Da kommt was schon auf einen zu, verstanden. Ja, Millionen muss man auch erstmal wieder einspielen. Ne, da war auch, wenn vielen damals die Umstellung von Analogprojektion auf digital schwer fiel, aber das hat sich ja für alle mittlerweile mehr als amortisiert mit den ganzen zahlreichen 3D-Filmen, die irgendwie
ab 2010 aufwärts liefen. Und Avatar war da ja so ein Treiber, der das ja auch erstmal wirklich forciert hat, dass die letzten Kinos auch gesagt haben, na gut, wir machen jetzt digital. Mittlerweile ist, glaube ich, jedes Kino glücklich darüber, dass es deutlich unaufwendiger ist als eine Filmprojektion. Mhm. Okay. Ja, was genau. Geht noch so? Geht ja, überhaupt also noch geht was so? Da geht doch bestimmt noch mehr. Ja. Du gibst dich nie zufrieden, ich merke schon. Ja. Nee, in der Tat. Also die Kinos müssen definitiv nachlegen, wenn man so will, was Sonderformate angeht. Und ich habe da noch so ein paar, ich nenne es mal Kuriositäten mitgebracht. Und das eine ist, was viele von euch vielleicht schon mal gesehen haben, das sind ja die Box Motion Seats. Sagt euch das was? Mhm. Mhm. Ja, ich glaube, wir waren mal in irgendeinem Kino, wo wir irgendwas gucken wollten und dann waren die aber aus. Für die waren aus. Also tatsächlich war es in dem Onyx Cinema LED-Saal auch so, dass einige Reihen diese Motion Seats waren. Aber es gibt mittlerweile auch in Deutschland zahlreiche Kinos, die das anbieten. Das sind dann nicht alle Plätze in einem Saal, aber das sind ausgewählte Sitze, die dann natürlich einen entsprechenden Aufpreis kosten. Und dann setzt man sich auf so ein Motion Seat und dann wird der Film quasi durch Bewegungen des Sitzes begleitet. Also ein bisschen intelligenter als in den 4- und 7D-Kinos in den ganzen Vergnügungsparks. Ob es so viel intelligenter ist, weiß ich nicht, weil der Hersteller ist tatsächlich auch in vielen, der stattet auch Freizeitparks und Co. aus. Und so muss man sich das im Endeffekt auch vorstellen. Aber wie gesagt, die haben ursprünglich mal angefangen 1998 mit dem Subwoofer-Bau. Und da war es damals so, dass viele Heimkino-Enthusiasten, aber auch einige wenige Kinos damals schon so diesen Reiz erkannt haben, Subwoofer unter die Sitze zu montieren, um quasi den Zuschauern über Vibrationen noch mehr oder intensiveres Gefühl für den Film zu vermitteln. Und wie gesagt, das nahm diese Firma quasi zum Anlass, das ein bisschen weiter zu spinnen, auch mit diesem Ansatz, den man eben aus Freizeitparks kannte. Und dann haben die angefangen, das in Kinos zu installieren. Und so ab 2009 aufwärts, da war Universal Pictures, die mit Fast and the Furious kamen, irgendwie auch prädestiniert gewesen, das mal erstmalig auf einem Hollywood-Film auszuprobieren. Und ich sag, bei solchen Filmen passt das ja auch tatsächlich. Ne? Also wenn man wegen des Events oder ich sag mal wegen der Action ins Kino geht und das irgendwie ein bisschen unterstreichen möchte mit zusätzlich noch Bewegung, dann ist das durchaus ein Reiz, den man zu Hause so auch nicht zumindest nicht ohne weiteres kopieren kann. Mhm. Ja. Eine interessante Sache, die es auch gibt, die nennt sich ScreenX. Und da sind wir jetzt wieder so ein bisschen in die Richtung Raritäten, weil da gibt es auch extrem wenig Kinos, die das aktuell haben weltweit. In Deutschland gibt es aktuell nach meinem Kenntnisstand einen Saal, nämlich im Filmpalast Kassel. Und ScreenX muss man sich so vorstellen, als dass man nicht nur vorne eine Leinwand hat, auf die man drauf guckt, wo der Film läuft, sondern die Seitenwände, die sind auch Leinwände. Und auf diesen Seitenwänden läuft quasi als Erweiterung der Leinwand vorne, im Prinzip wie so eine 270-Grad-Projektion, muss man sich das vorstellen, der Film mit in ausgewählten Sequenzen. Ne, also wenn man dann irgendwie gerade so ein bisschen das Bergpanorama hat, dann wird das erweitert über die Seitenwände. Wenn es irgendeine verrückte Verfolgungsjagd gibt, dann wird es quasi erweitert über die Seitenwände. In vielen Filmszenen sind die aber auch nicht aktiv. Also wenn man so, ich sag, die klassische Dialogszene im Café hat, dann blenden die für einen kurzen Moment aus. Und erst wenn dann wieder irgendwie Action kommt, dann gehen die zusätzlich mit an. Fand ich ganz interessant. Der Skeptiker in mir ist dann aber schon wieder so, ja, okay, wahrscheinlich nicht, weil es erfordert dann ja zusätzliches Drehen von Material, ne? Ja, dachte ich erstmal auch, aber es ist tatsächlich so, dass da nichts zusätzlich gedreht wird, zumindest aktuell nicht. Ich weiß nicht, ob das für die Zukunft irgendwie vorgesehen ist. Ich stelle es mir extrem aufwendig vor, weil ich meine, jeder, der ein Filmset zumindest sich in der Vorstellung mal ausmalt, der weiß, dass man da unheimlich viel Aufwand betreiben müsste, um quasi an den Seiten auch noch sicherzustellen, dass da keine Crew-Mitarbeiter zu sehen sind und so weiter und so fort. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Aktuell ist es so, dass diese Seitenwände, das Bild, das da läuft auf diesen Seitenwänden, das ist computeranimiert. Das ist eine sehr hohe Qualität und
man nimmt es ja auch nicht bewusst wahr. Das heißt, man guckt ja in der Regel auch immer noch bei diesen ScreenX-Formaten auf die Frontleinwand, weil sich da ja das hauptsächliche Geschehen abspielt. Das heißt, alles, was an den Seiten stattfindet, das ist nur so ein zusätzliches peripheres Sehen, wie man das so schön nennt, dass das Ganze quasi einfach ergänzen soll und ist ein bisschen mehr mittendrin Gefühl schaffen soll. Ist ja ein bisschen ähnlich wie diese Panorama-Sache mit den drei Projektoren irgendwie aus den 50ern oder früher noch, ne? Cinerama. Und war das Cinerama, ja? Das war Cinerama damals, ja, genau. Ja. Und auch nicht unähnlich dieser IMAX-Dome-Geschichte, die wir ja auch schon mal besprochen hatten, wo du eine Kuppel hast. Und wobei, die kam aus dann, einem Projektor, oder? Oder kam die auch kam aus tatsächlich aus einem. Das ScreenX oder das IMAX-Dome? Nee, das IMAX, IMAX. Das IMAX-Dome kam aus einer Projektion. Ja. Bei ScreenX ist es so, dass es tatsächlich mehrere Projektionen sind. Ne? Das heißt, du hast jeweils noch Projektoren an den Seiten, die dann halt die Seitenwände bespielen. Ja, genau. Also wie und so ein schärferes Ambilight eigentlich. In der Tat. Ja, ja. So kann man es fast zusammenfassen, wenn man den Vergleich ziehen will. Und was es da auch noch gibt, und das ist so die letzte Ergänzung, die aus dem Bereich Kuriositäten jetzt nochmal kommt, ist das sogenannte 4DX. Und da bin ich komplett bei dir, Phil. Da geht es jetzt schon wirklich in Richtung Vergnügungspark. Das heißt, es gibt auch einen weiteren Saal von ScreenX, der auch die Seitenwände bespielt, zusätzlich noch Motion Seats drin hat, also die Sitze, die sich bewegen, und jetzt kommt's, zusätzlich noch weitere Effekte wie Wind, Regen, Schnee, Nebel in dem Saal simuliert. Ne? Das heißt, durch bestimmte Apparaturen in den Sitzen wird man hier und da mal irgendwie auch dann benässt oder halt mit einem Wind quasi beblasen. Wir sind Erwachsenen-Kino. Nicht ganz, ja. Aber ja. Ja, ich finde solche Maßnahmen dann immer schon so, ach, weil ich mir denke, das gab's schon, das gab's alles schon. So Geruchskino, diese ganzen Wettersachen, das hat man alles schon ausprobiert, hatte alles so eine Halbwertszeit irgendwie von so einem Jahr und dann hat man gemerkt, nee, zu teuer, zu blöd. Ne? Also selbst wenn bei solchen Sachen das nicht klappt, wie unser geliebtes XBEX damals in Karlsruhe, oder nee, Karlsruhe war es, ne? Nee. Krefeld, ja. Mhm. Genau. Wo du halt dann noch den Saal umgerüstet hast, wo dann unter dem Saal noch so irgendwie 18, 20, was auch immer, Subwoofer waren, die dann nochmal den Bass verstärkt haben und der Boden vibriert hat. Was ja an und für sich eine total primitive, einfache Geschichte war im Vergleich. Und selbst das konnte sich dann ja gar nicht so durchsetzen als irgendein Industriestandard. Da sehe ich bei allen Dingen die zusätzliche Arbeit in der Post-Production verursachen, beim Dreh verursachen und zusätzliche Arbeit heißt zusätzliche Kosten, sehe ich da eigentlich eher schwarz, muss ich sagen. Du, am Ende des Tages müssen wir tatsächlich sagen, die realistischen Optionen, die jetzt in den nächsten Jahren eine Relevanz haben werden, sind wahrscheinlich, wenn man so will, Dolby Cinema, IMAX wird immer noch ein Thema sein und wenn man ein bisschen weiter blickt, dann vielleicht doch tatsächlich diese Cinema-LED-Geschichten. Also das ist eher das, was man so greifen kann für den regulären Kinobetrieb, wenn man so will. Und genau, einen letzten Ausblick hätte ich jetzt noch, weil wir ja vorhin das Thema Avatar hatten. Das war ja ist ja auch schon wieder 10 Jahre her, als der erste Film kam. Das war ja damals der Treiber gewesen für 3D und Digitalisierung an sich im Kino. Und deswegen spicken jetzt alle so ein bisschen in die Richtung. Dir bringt die beste Kinotechnik nichts, wenn du keine Filme hast, die das auch nutzen. Mhm. Ne? Und das war halt bei Avatar damals natürlich mit dem 3D-Extensiv so. Und jetzt spicken alle so ein bisschen in die Richtung Avatar 2 und 3, was da an neuer Technik kommt. Und da wird gar nicht so viel Neues kommen, nach aktuellem Stand. Es gibt nicht viele Informationen, aber das, was man so rauskriegt, werden auch die Fortsetzungen wieder 3D sein. Sie werden in 4K gefilmt. Ne, auch das ist ja was wir im Rahmen von IMAX und Dolby schon besprochen hatten, eine Auflösung, die sich immer mehr im Kino auch durchsetzen wird. Was aber Cameron nochmal versuchen will, ist ein neuer Anlauf mit High Frame Rate. Und genau, das kurz erklärt, klassische Kinofilme werden mit 24 Bildern pro Sekunde gezeigt und es gab schon auch vor, das ist jetzt auch wieder ein paar Jahre her, als der Hobbit ins Kino kam, den Versuch mit 48 Bildern ein flüssigeres Bild im Kino zu etablieren.
kam leider tatsächlich dann bei den Zuschauern nicht so gut an, sodass das erstmal als großer Flop gesehen wurde. Und wie gesagt, James Cameron will dennoch dieser Technik mit 48 Bildern pro Sekunde eine zweite Chance geben. Er hat es vom Ansatz ein bisschen anders jetzt gemacht, weil er sagt, wir werden das nur für Action-Szenen nutzen, wo das auch wirklich Sinn macht, dass das Bild dann scharf bleibt, wenn du schnelle Kameraschwenks hast und Co. In Dialogszenen oder ähnlichem, damit nicht so ein, viele nannten das damals so ein Reality-TV-Effekt, damit das nicht so nach Billigproduktion ausgeht, da werden sie wieder auf die 24 Bilder zurückgehen, also quasi so ein Hybrid-Modell. Ne? Und da werden wir sehen, ob vielleicht durch Avatar dann das nächste große Ding eigentlich das ist, was schon vor Jahrzehnten, nicht Jahrzehnten, aber vor ein paar Jahren den ersten Anlauf hatte, ob jetzt tatsächlich mehr Bilder im Kino zum neuen Standard werden können. Ja. Ich bin skeptisch, aber man wird sehen. Es ist eine Menge los auf jeden Fall jetzt auf dem Kinomarkt. Die müssen sich ja dringend neu erfinden, dringend neu irgendwie die nächste Innovation liefern, um da eben den Fernsehern, die bei Micha im Wohnzimmer stehen, auch irgendwie Konkurrenz zu Schlafzimmer. Bieten. Schlafzimmer, also Badezimmer. genau, Gästebad. ja, also, aber ich höre auch raus, das war noch so eine Frage, die mich geprägt hat, die hast dann aber auch so beantwortet, Seba. Es ist halt noch nicht so hundertprozentig klar, wo sich's hinbewegt. Dolby Cinema und Onyx Cinema LED sind die wahrscheinlich Vorreiter sozusagen. Nur wer von den beiden den Standard, die Standardisierung gewinnt, bleibt noch offen. Ja, meine Prognose ist, es wird wahrscheinlich zweimal abgemolken. Also die erste Welle wird wahrscheinlich Dolby Cinema sein und dann irgendwann sagt man, ja, aber eigentlich ist Onyx noch geiler. Und dann wird man die Leute nochmal bitten, auf Cinema LED umzurüsten. Es tut sich in beiden Bereichen definitiv was. Es wird andere Hersteller auch geben, die diesen HDR, das HDR implementieren werden für normale Kinoprojektionen. Also da wird sich auf jeden Fall mehr tun. Auch was diese LED-Wände angeht. Dieses Onyx ist ja eine Technik von Samsung. Zuletzt gab es Meldungen, dass LG jetzt eben auch mit so einer Technik für die Kinos kommen will. Auch Sony hat sowas schon in die Richtung vorgestellt. Wie es immer so ist, konkurrenzbelebtes Geschäft, und wenn die Sachen billiger werden, werden die auch dann mit Sicherheit mehr Verbreitung finden in der Zukunft. Ich bin gespannt, was da so auf uns zukommt. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Egal, was man mir vorsetzt, ich werde es ausprobieren, und ich freue mich jetzt schon auf die Verbreitung, sei es von Dolby Cinema oder Onyx oder den anderen Technologien. Ja, Mensch, was für ein Rundumschlag. Es bewegt sich was auf dem Kinomarkt. Ja. Na gut, okay, dann gehe ich doch jetzt mit ins Kino. Nicht nur die Sitze. Na gut. Genau. Ja, dann vielen Dank, Seba. Vielen Dank. Ja. Wir hören uns wieder. Ganz genau. Bis zur nächsten Folge. Genau. Jo, bis dahin. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss.